Sie brauchen sich nicht fürchten, das wird jetzt kein Co-Referat, weil ich da einige Unterlagen vor mir habe, aber eine Einleitung zum Kollegen Niederrümelin und andere Dinge ganz kurz. Das ist ja der vierte Vortrag im Rahmen unserer Lecture Series zu dem digitalen Humanismus. Einige von Ihnen waren bei allen, das war die Susan Winter, der Herr Stockinger, der Edward Lee und heute der Kollege Niederrümelin von der LMU München. Und ich möchte hiermit auch bereits ankündigen, dass wir einen Workshop machen am 2. und 3. April zu dem Thema Realizing Digital Humanism, auch hier an der TU Wien, wieder zwei Tage. Der erste Workshop im April war ja eher so Setting the Stage und schauen, was sind die Rahmenbedingungen bzw. was ist der politische, ökonomische, wissenschaftstheoretische Kontext, und jetzt geht es darum, das auch irgendwie mit praktischem Leben zu erfüllen. Das freut mich daher besonders, dass heute der Kollege Niederrümelin, Professor für Philosophie und politische Theorie, an der LMU zu uns gekommen ist, um den letzten Vortrag im Rahmen dieser Lecture-Serie zu halten. Ich habe eine ganze Liste von Dingen, die gemacht wurden, beziehungsweise Errungenschaften. Wichtig ist, dass er neben Philosophie auch Physik und Mathematik studiert hat und Politikwissenschaften. Und seine ersten Stellen als Universitätsassistent war einmal für Philosophie und einmal für Politikwissenschaften, mit einem Auslandsaufenthalt an der University of Minnesota für ein oder zwei Jahre. Er war auch, hat den Lehrstuhl gehabt für Ethik in Biosciences an der Eberhard Karls Universität in Tübingen, das ist für Sie vielleicht interessant, und 1993 dann den Ruf an die München, an Göttingen für Philosophie, also eigentlich sehr gute deutsche Universitäten, und ab 2003 dann Professor für politische Theorie und Philosophie an der LMU in München. Und dort war er auch Dekan einige Zeit auf der Ebene der Forschungsorganisation und Implementierung. War er Sprecher des Münchner Centers für Ethik. Er war auch zurzeit dieser Sprecher des Study Programs on Philosophy, Politics und Political Science and Economics. Und er spielt auch eine Schlüsselrolle im Zentrum Digital Bayern. Ich weiß nicht, wer Ihnen das kennt. Das ist eine Initiative des Freistaats Bayern mit der Etablierung von 30 Professuren in Bayern über mehrere Universitäten verteilt. Informatik mit anderen Disziplinen. Und der Kollege Niederrümelin ist verantwortlich für den Bereich Kultur, Philosophie und Informatik. Einige von Ihnen sind aber da, nicht nur weil er Philosoph ist, sondern weil er auch in der Politik aktiv war. Er ist ein Grenzgänger zwischen Politik und Philosophie und war als solcher in der Stadt Bayern, in München, verantwortlich für Kunst und Kultur, für die Abteilung, und dann war er unter Schröder, Bundeskanzler Schröder, Kultusminister für 4 Jahre oder 3 Jahre in Deutschland. Was mich besonders freut, er ist ein Autor von mehreren Büchern. Eines, das Sie vielleicht gelesen haben, das ist über digitalen Humanismus, das ist so ein Standardwerk, eine Einführung und dann durchaus auch eine Weiterführung, gemeinsam mit der Frau Kollegin Nathalie Weidenfeld. Und ein zweites Buch, Die Optimierungsfalle, eine Philosophie einer humanen Ökonomie. Das heißt, wenn man sich anschaut, muss alles effizient und effektiv sein in unserer Welt und laufen wir da nicht in eine bestimmte Falle. Das sage ich deshalb, nicht damit Sie das kaufen, das sollten Sie vielleicht auch machen, zum Erkenntnisgewinn, aber das ist ein Geschenk vom Kollegen Rümelin an ein Projekt, das ich eingeworben habe bei der Stadt Wien im Rahmen der Ausschreibung Digitaler Humanismus. Da habe ich ein Projekt gewonnen zum Aufbau einer internationalen Informationsdrehscheibe, wo wir Informationen sammeln über Projekte, über Initiativen,
über internationale Expertinnen und Experten, über Cases, über Entwicklungen und das dann auch entsprechend weiter vermitteln wollen. Und das ist das erste Geschenk für unseren Hub, wo wir das dann, ob wir es digitalisieren, weiß ich nicht. Das werden wir schauen. Ja, damit ist die kurze Einleitung zu Ende. Für diejenigen von Ihnen, die dieses Manifest noch nicht unterschrieben haben, ich frage jetzt nicht, wer das nicht getan hat. Sie können noch immer auf die Webseite gehen und das unterzeichnen und damit unsere Initiative stärker machen. Bevor ich jetzt hier wirklich das Wort gebe, ein Hinweis, wir sind sehr froh, dass wir von der Stadt Wien digitaler Humanismus auch in Kooperation mit Ihnen als einer der Schwerpunkte für die zukünftige Forschungspolitik der Stadt genannt werden und implementiert werden. Und es findet sich auch im neuen Regierungsprogramm der schwarz-türkis-grünen Regierung, wo der digitale Humanismus ebenfalls genannt wird, zwar auf letzter Seite, aber wenn man von hinten beginnt zum Lesen, sind wir ganz vorn. Ich danke Ihnen. Vielleicht doch das Mikro, dann muss ich nicht so laut reden, werde besser verstanden. Also erstmal so ein paar kursorische Vorbemerkungen. Das ist ja noch ganz interessant, digitaler Humanismus, diese Initiative und das Manifest Digital Humanism und das Buch, von dem gerade die Rede war, mit dem Titel Digitaler Humanismus. Auch andere Aktivitäten, die davon wahrscheinlich auch relativ unabhängig sind, die sind so an verschiedenen Orten entstanden. Ursprünglich ist es ein reiner Zufall, was den Begriff angeht. Ich will kurz sagen, was da so der persönliche Hintergrund ist. Ich habe im Laufe meines Lebens mich vor allem beschäftigt mit Fragen der praktischen Vernunft, der Rationalität und allem, was damit dann zusammenhängt. Also ursprünglich so eine Brücke zwischen Entscheidungstheorie, Spieltheorie auf der einen Seite, die Disziplinen, die ökonomische Analyse eine wichtige Rolle spielen, auf beiden Bereichen der Sozialwissenschaften auf der einen Seite, Moralphilosophie auf der anderen, wurde ja von Wolfgang Stegmüller, ein Österreicher, in die Philosophie gelockt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich wäre Physiker, und der mir dann angeboten, eben bei ihm zu promovieren. Das war dann auch das Thema meiner Promotion. Und da kommen aber so alle möglichen Aspekte mit dazu, zum Beispiel Philosophy of Mind, was heißt es überhaupt, eine Person zu haben, verantwortlich zu sein über die Zeit, fast metaphysische Aspekte. Und nun wurde das Ganze fokussiert, das war eine Theorie struktureller Rationalität, wie ich das nenne, scheint auch jetzt im nächsten Jahr eine Art Focus Martin, nennt das der Verlag. Ich finde das nicht schön, weil das ist dann ungefähr das Begräbnis erster Klasse. Danach kommt da nichts mehr. Da versuche ich das nochmal monografisch darzustellen. Naja, und in dem Zusammenhang kam mir dann erst relativ spät, dass es doch so einen roten Faden gibt, der Auseinandersetzung mit widerstreitenden Positionen. Also ein Punkt ist zum Beispiel eine Kritik, die sehr früh bei mir eine Rolle gespielt hat, am Behaviorismus in der Philosophie. Das spielt dann ein bisschen rein. Alan Turing, der berühmte Aufsatz von 1950 in Mind, das ist eine durch und durch juristische Argumentation, die er da vorliegt. Auch der Linguismus in der analytischen Philosophie. Ich komme aus der analytischen Philosophie, aber diese Vorstellung, man könne alle Probleme auf Sprachprobleme reduzieren, schien mir doch sehr abwegig zu sein. Und dann eben vor allem auch das, was man vielleicht als Naturalismus oder Scientismus im weiteren Sinne bezeichnen kann, nämlich das Idealbild, was für die analytische Wissenschaftstheorie bis heute prägend ist. Ich habe die Disziplin studiert, ich schätze sie, aber die Vorstellung, man könne alles auf Physik reduzieren, kommt mir geradezu bizarr vor. Also, ja, auch mal Gedichtinterpretationen mit den Mitteln der Physik, ja, das ist eine unvorstellbare Angelegenheit. Und alles, was mit Intentionen, was mit Werten, was mit menschlichen Interaktionen und Verständigungspraktiken zusammenhängt, lässt sich nicht auf Methoden der Naturwissenschaft allein adäquat fassen. Und das ist jetzt die Gemeinsamkeit all dieser
jetzt hier mal angedeuteten Unterhaden oder Typen von Unterhaden, ja, vielleicht doch Humanismus. So kam überhaupt dieses Thema Humanismus bei mir ins Spiel. Und ich habe dann verschiedene Aufsätze und einzelne Beiträge bei Surkamp vor vielen Jahren, so viel ist es auch noch, 2016 ist es, glaube ich, erschienen, veröffentlicht unter dem Titel Humanistische Reflexionen. Und als Follow-up gewissermaßen hat sich dann dieses Buchprojekt ergeben. Ich weiß noch, wie ich den Piper Verlag, mit dem ich das zusammen realisieren wollte, mit Natalie Weidenfeld, die Filmwissenschaftlerin ist und deswegen da gewissermaßen die Anbindung an das kulturelle Bewusstsein der Leserschaft herstellen wollte über diese Brücke mit seinen bestimmten Blockbuster-Filmen, ja, nicht ganz so Blockbuster, die dieses Thema digitale Transformation, Mensch-Maschine-Verhältnis, Umgang mit Robotern und so weiter thematisieren. Und dann hatten wir die Idee, das Kind, also dieses Buch, mit dem Haupttitel zu versehen, Digitaler Humanismus. Und ich habe meinen Janik, der da zuständig ist, als Lektor, gefragt, ob da irgendwas dagegen spricht. Dann hat er mal recherchiert und hat gesagt, nein, da gibt es praktisch nichts, wir können den Titel schützen lassen. Und dann im letzten Jahr kam es dann zu unserer Begegnung, weil nämlich der Bruno Kreisky-Preis an dieses Buch ging. Das ist das politische Buch des Jahres 2018. Und dann wurde mir erst bewusst, da gibt es eine Initiative. Und diese Initiative trägt auf Englisch denselben Titel. Und dadurch kamen wir es ins Gespräch. Und unterdessen ist fast zu befürchten oder zu hoffen, dass wir da die Staatsgrenzen überschreitende Kooperation hinbekommen. Und das müssen wir noch genau erwarten. Also ich würde mich freuen, wenn das gelingt. Und ich glaube, die Konvergenz ist deutlich. Ja, Konvergenz ist deutlich. Denn dieses Buch ist in dem Sinne keine Darstellung irgendwelcher Vorstellungen vom Humanismus im Bereich der digitalen Transformation, sondern versteht sich als eine humanistische Perspektive auf den Umgang mit Technik generell und auf digitale Technik, Umgang mit digitaler Technik im Speziellen. So ist das gedacht, aber in einer eben möglichst nicht zu akademischen Form präsentiert. Natalie Weidenfeld hat sich auf den Stand vorgestellt, alles, was sie nicht versteht, fällt raus. Deswegen ist das Buch lesbar. So, jetzt habe ich mir vorgenommen, wenn Ihnen das recht ist, wir können den Fokus auch ein bisschen anders setzen, das hängt vielleicht auch ein bisschen nach unserer Diskussion ab, welche Fragen Sie stellen, nicht so sehr die konkreten, auch nicht die konkreten politischen Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen Prozessen digitaler Transformation, da gäbe es sehr viel zu sagen, sondern tatsächlich erstmal auf den Schwerpunkt zu legen, auf die Frage, was soll hier überhaupt der Begriff Humanismus und was drängt das aus? Gibt es auch Widerstände, ganz offenkundig Widerstände gegen die Verwendung dieses Ausdrucks und wie lässt sich dieser Ausdruck substanziell führen? Also es wird Warnung jetzt am Anfang ziemlich philosophisch. Aber dann kommt das Ethische und das Politische im letzten Teil dessen, was ich mir vorgenommen habe. Und das wäre dann die Überleitung auf die Diskussion. Also zunächst zum Thema Humanismus. Lange Geschichte Kunst zu machen. Wir bleiben jetzt mal ganz eurozentrisch. Ich kenne mich auch in anderen Kulturentwicklungen nicht hinreichend aus, um da sehr viel zu sagen. Haben wir ein bisschen was angeschaut in China. Die Auseinandersetzung zwischen Konfuzianismus und Legalismus ist schon auch sehr analog zu der Auseinandersetzung zwischen Humanismus und Antihumanismus in der europäischen Kulturgeschichte. Kann man sagen, der Buddhismus spielt in Südasien und dann Ostasien auch eine Rolle als humanistisches Korrektiv. Also ich glaube, es gibt ganz ähnliche Muster gewissermaßen dieser Auseinandersetzung auch in anderen Kulturregionen. Aber bleiben wir jetzt mal in der europäischen. Kann man sagen, gibt es drei Hochphasen der humanistischen Denkens, humanistischer Praxis. Die erste Hochphase ist die griechische Klassik. Das ist also die Phase relativ kurz, also das sind ja nur so 120, 150 Jahre, je nachdem, wie man das abgrenzen will, und dann geht das ja schon über in den Hellenismus, in der in einer
das philosophische und das wissenschaftliche Denken und auch die Politik simultan aus feudaler und klerikaler Bevormundung löst und autonom wird. Und das ist vielleicht ein wesentliches Element von humanistischem Denken, humanistischer Praxis. Selbstdenken, das wird dann bei Kant wieder ziemlich provokativ aufgegriffen, viel, viel später. Aber das ist im Theaetetos-Dialog von Platon wunderbar nachzulesen. Ja, es geht nicht darum, als Wortstreitkünstler zu obsiegen, sondern es geht darum, herauszukommen, wie es sich verhält. Also wird man Gründe abwägen, ja, die Lobbung, die Donnei und so auf Deutsch übersetzt, give reasons, ja, Gründe geben im Deutschen. Ja. Give and take reasons, wie es im Englischen heißt. Das ist natürlich ganz eine gute deutsche Entsprechung. Man kann da das Geben und Nehmen von Gründen. Und eine der Botschaften des Theaetetos-Dialogs ist, dass braucht man Zeit. Wissen soll nicht instrumentalisiert werden für wissensexterne Zwecke, so wichtig Wissen ist für wissensexterne, wissenschaftsexterne Zwecke. Aber erstmal muss man sich darauf einlassen, auf das Argument der Liberation gewissermaßen als ein Idealbild des Humanismus. Oder nochmal so ein bisschen so in der Terminologie von Platon, keine heuristischen, sondern elektische Dialoge. Also Elenchos ist der Beweis, elektische Dialoge sind also auf eine valide Begründung ausgerichtet. Heuristische sind eben auch den Sieg in einer rhetorischen Auseinandersetzung. Deswegen die Kritik von Platon und der Rhetorik. Ganz korrekt, und der Sophisten instrumentalisiert. Es ist nur ein Element, dieses Element ist eng verbunden mit weiteren, nämlich die Transformation des alten griechischen, sozusagen, epischen Ideals in der Ilias und der Odyssee. Ich sage es jetzt mal bewusst, scheinbar politisch unkorrekt, aber historisch korrekt, des autarken freien Mannes ja, der damaligen Zeit, der über sich keine Herrschaft mehr duldet. Das ist der dramatische Beginn der Ilias. Der Führer da ist Agamemnon, aber Achill ist natürlich nicht bereit, sich ihm zu beugen und der nimmt ihm, wie es in der Ilias heißt, seine Lieblingssklavin Briseis weg, der er bekannterweise die Ehe versprochen hat, Achill, also eine überaus unwichtige Situation. Und jetzt hat Achill die Möglichkeit, Agamemnon niederzuschlagen. Ja, der größte Held kann natürlich jeden anderen Helden umdrehen. Das macht er aber in dem Moment nicht und geht lieber zu seiner Mutter Thetis und weint sich bei ihr aus und zieht sich aus dem Geschehen zurück, aus dem Kampfgeschehen. Das entscheidende, die entscheidende Botschaft ist, es kann gar nicht sein, dass irgendwer mir meine Autarkie nimmt. Aber diese Autarkie ist eine ziemlich robuste, nämlich ich habe bestimmte Vorstellungen, Impulse, Wünsche und niemand anderes schreibt mir vor, wie ich damit umgehe. Und es dauert, bis aus dieser sozusagen archaischen Vorstellung einer männlich brutalen, gewaltgeneigten, thymosgeneigten Form von Autarkie sowas wird wie vernunftgeleitete Praxis, griechische Klassik dann, in der es darum geht zu lernen, Argumente zu beurteilen, das eigene Leben an guten Gründen auszurichten. Und damit beginnt die erste gute Phase in unserem humanistischen Denken. Ob das auch zugleich eine gute Phase ist, humanistische Praxis, da müsste man jetzt ein bisschen Historiker schreiben und sich das genau anschauen. Das gibt es vielleicht Zweifel. Also in der Theorie war das ziemlich hochentwickelt, aber in der Praxis eher unterentwickelt. Vielleicht sind die völlig sinnlosen Kriege auf der Peloponnes mit Syrakus und so weiter. Das Interessante ist, dass es mit dieser Hochphase des Humanismus und der, wie soll ich sagen, der autonomen Werdung von Philosophie, Wissenschaft und Politik, daher auch die erste Demokratie auf der europäischen die Demokratien blühen auf, die Kunst blüht auf, weil autonom geworden, geht einher eine immense Fortschrittsdynamik, eine Innovationsdynamik, auch in technischer Hinsicht. Archimedes, das ist eine technisch-naturwissenschaftliches Genie, wie es die Menschheitsgeschichte sonst kaum gekannt hat. Vieles, was der damals entwickelt hat, fiel nicht auf fruchtbaren Boden.
Boden und weiterentwickelt, wie der Audi zum Beispiel, ja, weil das eben von der damaligen Zeit nicht wertgeschätzt wurde. Aber immerhin eine auch wissenschaftliche Dynamik, eine ökonomische Fortschrittsdynamik, auch ein starker Anstieg der Lebenserwartung in dieser Phase der griechischen Klassik, höher als im Mittelalter, im europäischen Mittelalter später. Und das Ganze ist dann zu Ende, ich sage das ganz deutlich, ohne irgendwen jetzt hier damit hoffentlich zu nahe zu treten, in dem Augenblick, in dem der Klerus wieder die Kontrolle zurückgewinnt über Wissenschaft und Politik. Das ist lange vorbereitet, kriegt den ersten Höhepunkt, dann der Patristik, wird in den Grundlagen gelegt, der Platonismus wird theologisiert, ja, bei Augustinus. Und dann, als das römische Imperium eben das Christentum zur Staatsreligion kürt, ist es vorbei mit wissenschaftlicher Autonomie und freiem Denken. Und damit beginnt eine Blutspur der Verfolgung all derjenigen, die als Heretiker gegen die offizielle Lehrmeinung verstoßen. Und entsprechend mühsam und langsam entwickelt sich der wissenschaftliche Fortschritt. Und von Demokratie kann erstmal für viele Jahrhunderte keine Rede mehr sein. Und jetzt will ich nicht zu viel bei der Geschichte verwarnen, aber ich will doch diesen Punkt für den Humanismus, weil es gibt so eine verächtliche Machung humanistischen Denkens und überhaupt des Humanismus begriffs, eine ganz merkwürdige Situation. Ja. Also, vor nicht allzu langer Zeit gab es Minister, die in Deutschland stolz verschiedene Bildungsreformen in Gang setzten, mit der Begründung, wir müssen nun endlich die humanistischen Traditionen beenden. Da war aber nicht Griechisch und Latein in den Schulen gemeint, sondern da war eben die Idee von Wilhelm von Humboldt zum Beispiel gemeint, dass Universitäten in erster Linie auf Erkenntnis und Forschung und den Zusammenhang von Lehre und Forschung und Selbstdenken ausgerichtet sein sollten. Universitäten sollten eben wieder zu normalen Schulen werden, ja, nicht zu viel Selbstdenken. Es gibt eine Stellungnahme der European Industrials, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass eine Generation nach der anderen die Universitäten mit einem kritischen Vorurteil gegenüber den Notwendigkeiten des ökonomischen Gewinnstrebens verlässt. Das ist ziemlich genau lautlich formuliert in unserer Stellungnahme. Also das ein bisschen als Hintergrund. Und merkwürdigerweise gerade die antihumanistisch agieren, haben dann oft sich viel Mühe gegeben, dann doch am Ende sagen zu können, ich bin aber auch Humanist. Also ganz berühmt wie Sartre, der sich immer mal wieder politisch völlig verirrt hat, ja, mit großen Sympathien, zum Beispiel die RAF. Dann dafür argumentierte, dass doch diese Form von Marxismus, wie er das versteht, ein Humanismus sei. Und viele andere. Heidegger ebenfalls politisch verirrt, der auch großen Wert auf den Kopf des Humanisten am Ende gelten zu können. Und so weiter. Am Ende wollen dann doch wieder alle Humanisten sein, auch wenn sie antihumanistisch denken und antihumanistisch agieren. Das ist übrigens als politische Randbemerkung. Jetzt ist das Interessante, der Aufstand gegen die klerikale Kontrolle, gegen das Ersticken des freien Geistes, erfolgt wieder unter humanistischer Idee. Das ist der Renaissance-Humanismus, die frühe Renaissance in Italien, 150 Jahre fast vor der sonstigen europäischen Entwicklung. Petrarca empfiehlt den gewaltgeneigten Männern seiner Zeit auch gelegentlich ein Gedicht zu schreiben und Mitis et amabilis zu werden. Ja, das ist humanistischen Geistes. Petrarca ist eine wunderschöne Figur, philosophisch jetzt nicht so wahnsinnig aktiv, aber literarisch eine wunderbare Figur. Oder Vico della Mirandola, dieser junge, junges Genie, der damit, glaube ich, 26 wunderbaren Text verfasst und also alle Intellektuellen Europas zu sich einlädt, weil er kann sich leisten, weil die Familie wohlhabend ist und der so die Vorstellung hat, jetzt beginnt die neue Zeit, der Mensch kommt zu sich, die Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen zeigt sich darin, dass der Mensch frei ist, frei kreativ tätig ist und eine humane Welt schafft, eine ganz neue humane Welt, wird ihm dann verboten, der Klerus interveniert, immer den Bibel verwendet, muss das nicht hinter dem bezahlen.
es ist jetzt ein Streit auch innerhalb der Philosophie und der Geschichtswissenschaft, was ist eigentlich spezifisch modern? Ich gehe da mit Stephen Fulmi auf die Linie und sage, das ist das spezifisch Moderne, die Zurückgewinnung humanistischen Denkens, humanistischer Werte und Normen, die Befreiung von Wissenschaft und Kunst und klerikaler und feudaler Bevormundung, das ist das Signum der Moderne. Die Moderne erfüllt sich nicht im Rationalismus und Scientismus des 17. Jahrhunderts oder des 19. Jahrhunderts, sondern sie kommt davon im Weg gewissermaßen ab. Aber darüber kann man natürlich schreiben. Und dann gibt es noch die dritte Phase, die ich kurz ansprechen will. Das ist der deutsche Humanismus des 19. Jahrhunderts. Der ist mitverantwortlich für manche Fehlperzeptionen auch, in meinen Augen. Weil der deutsche Humanismus war eben doch auch sehr philisterhaft, sehr auf Wissensakkumulation ausgerichtet, sehr auf das freie Selbstdenken, wie das auch in der Antike der Fall ist, oder im Renaissance-Humanismus. Aber dennoch verdanken wir diesen deutschen Humanismus und deutschen Humanismus des 19. Jahrhunderts in solchen Figuren wie Wilhelm und Alexander von Humboldt und Herbert von Hamann und so weiter. Also Figuren, die gewissermaßen so nach dieses Pathos, wie wir die Bildungsentwicklung gemacht haben, ja, bei Wilhelm von Humboldt, ein Briefen, ja, wir werden ohnehin demnächst wieder zu Erden staunen, dann müssen wir doch zwischendurch, bevor wir dann werden, doch daraus was machen. Und das heißt, dieses Leben human gestalten, die Freiheitspotenziale, die in jedem Einzelnen stecken, zur vollen Entfaltung zu bringen, und ganz entgegen dem Zerrbild, dass die Kritiker des Humboldtschen Bildungsideals verbreiten, ist Humboldt ausgesprochen demokratisch ausgerichtet, obwohl feudalische Fröstlinge und mit guten ökonomischen Ressourcen ausgestattet, der Meinung ist, dass dieses Bildungsideal im Prinzip an alle gerichtet ist. Um eine ganz verrückte, hier kann ich dieses Zitat bringen, ohne dass missverstanden wird, meint Humboldt, so wie es dem Professor nicht schaden wird, einen Tisch schneiden zu können, kriegen es keinen Strick, so wird es einem Schreiner nicht schaden, wenn er altgriechisch kann. Das ist das humboldtsche Bildungsideal, das darf man jetzt nicht allzu wörtlich nehmen, ich plädiere auch jetzt nicht für altgriechisch, für die Schreinerausbildung oder für die Meisterprüfung, aber die Idee ist, beides gehört zusammen. Das Schreinern und das altgriechisch können, um es in beiden Polen zu nehmen, zur Vollentwicklung. Persönlichkeit. Das ist ein wunderbares Ideal, das auch eine immense ökonomische Wirkung entfaltet, und zwar gerade dadurch, dass auf einmal nicht die drei ausbildenden Fakultäten, nämlich Medizin, Jurisprudenz und Theologie, die Universität prägen, sondern die philosophische Fakultät, die nach der Auffassung von Kant auf Wahrheitssuche ausgerichtet ist und nicht auf Berufsausbildung, paradoxerweise gerade dies die Entzwecklichung der höheren Bildung führt dazu, dass es zu einer Wissenschafts- und Technikdynamik und dann verspätet auch zu einer ökonomischen Dynamik führt und dann wäre dann der Rest Europas bald danach zu leiden hat. Aber dieses rückständige Bereich Deutschlands, der rückständige Bereich Europas, in vieler Hinsicht rückständig, nicht in neuen Kunst und Wissenschaft, aber sonst auch ziemlich rückständig, bekommt eine Dynamik, die mit diesem humanistischen Bildungsideal zusammenhängt, mit den Bildungsreformen auch an den Schulen und der Freisetzung der Wissenschaft von unmittelbaren Verwertungszwecken, ohne dass wir das nicht hinkommen. Und das ist einigermaßen paradox. Das ist so, ich sage mal jetzt, ich glaube, es sind auch einige Politikerinnen und Politiker hier da oder auch nicht, ist egal, ich sage es jetzt mal trotzdem. Das ist etwas, was man ganz schwer vermitteln kann in der Bildungspolitik, dass es erst die Entzwecklichung ist, die dazu führt, dass die Dinge nützlich werden. Das klingt komisch, aber ich meine, es gibt viele Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte, die das illustrieren. Ich will vielleicht ein prominentes nennen, das ist Einstein. Das ist 100 Jahre später, gewissermaßen, die schönen Texte von Humboldt, das ist 1809, 1810 und drumherum. Einstein, Annus Mirabilis für der Physik, 1905, da schreibt er einen unglaublichen Aufsatz nach dem anderen. Ein besonderes Rätsel der Wissenschaftsgeschichte, wie überhaupt in den Annalen der Physik veröffentlicht werden konnte, weil fast alle Physiker
ging es unter anderem einen dieser Texte um den, Sie kennen das wahrscheinlich zum großen Teil, fotoelektrischen Effekt. Ich glaube, Einstein hat keine Sekunde daran gedacht, dass er darauf mal was ökonomisch oder technisch machen. Mit Sicherheit nicht. Ich war ihm völlig klar. Er hat dafür eigentlich, wenn man die Begründung des Nobelpreises nicht in den Nobelpreis bekommen. Nicht für seine Testtheorie, sondern für den fotoelektrischen Effekt gewesen. Nicht? Und dieser fotoelektrische Effekt, der speist ganz ein paar Jahrzehnte später ganze Branche. Also, das zeigt die Entlastung. Ja, die Entlastung von unmittelbarer Verwertung setzt erst die Kreativitätspotenziale frei, die dann am Ende auch nützliche Effekte haben. Vielleicht, wenn ich das da philosophisch hinzufügen kann, erst die Distanz zu der jeweiligen Fruchtbarmachung, Nützlichmachung einzelner wissenschaftlicher Ergebnisse ermöglicht die Beurteilung und Steuerung dieser Ergebnisse zum menschlichen. Wenn sich ganze Kulturen sich selbst so interpretieren, dass sie nichts anderes sind als Nebenfolgen von Eigendynamiken der technischen Entwicklung, ist diese Entwicklung ohne Bewertung und ohne Steuerung. Das läuft humanistischen Vorstellungen zuwider. Und gewissermaßen diese Vorstellungen, dass die Eigendynamiken führen dann entweder zu einer Art sozusagen Machtlosigkeitsgefühl, machtlos. Und die Kompensation dieser Machtlosigkeit hat zwei Formen. Entweder ich gebe mich preis und hoffe, dass alles jetzt gut wird. Alles wird gut. Silicon Valley ist voll mit Texten und Stellungnahmen, die in diese Richtung gehen. Und alle Probleme der Welt werden gelöst durch wundersame, gelöst durch technische Dynamiken, die wir nicht steuern können. Wunder mit dabei sein können, kleine Rädchen im Getriebe. Oder dann der Umschlag bei Stephen Hawking und auch bei Elon Musk und bei vielen anderen. Ja, wenn das so ist, wenn diese Eigendynamik so gigantisch ist, dann überwältigt das uns. Und dann nicht im Positiven, sondern im Negativen. Und am Ende übernehmen dann Software die Weltherrschaft, wie Stephen Hawking auch prognostiziert hat. Und ähnlich ist das heißt, die Menschheit bereitet sich. Oder die menschliche Zivilisation sich selbst ein Ende durch diese technologische Einwirkung. So, an der Stelle mache ich jetzt doch einen kurzen politischen Einschub, weil das, genauso wie das die Verteidigung des Humanismus, auch dieser Punkt auf massive Widerstände stößt, will ich das ganz deutlich sagen. Hier wird das auch schnell neu verstanden. Gegen diese These der Eigendynamik, übrigens hat die auch eine marxistische Variante, Produktivitäts- Produktivkraft der Entwicklung als der eigentliche Motor der Geschichte. Also etwas, was man nicht steuern kann. Produktionsverhältnisse, die jeweils die Produktivkraft der Entwicklung dann zunehmend behindern und die Revolutionen sprengen dann dieses Hindernis und dann kann die Produktivkraft der Entwicklung wieder entsprechend Fahrt aufnehmen. Ja, das hat eine ökonomistische, wirtschaftsliberale Fassung und eine marxistische Fassung. Und dieselbe Theorie. Und weil gerade aus der Ökonomie, aber auch aus der Politik, da die emotionalen Widerstände gegen diese These so stark sind, belege ich das einfach an einem ganz schlichten Beispiel. Was ist die hochentwickelste Energiegewinnungstechnologie? Der Fusionswerk, zweifellos. Also so richtig gibt es noch nicht, aber die Hoffnung besteht schon seit vielen Jahrzehnten und viele Drittmittelakquisen in der Physik sind damit begründet worden. Zweithöchst entwickelte Technologie der Energiegewinnung ist zweifellos der Schnellbrüter. Der wurde beerdigt 1976 mit einer Stellungnahme der Ford Foundation. Ford Foundation, geleitet vom vormaligen Vizepräsidenten der USA, kam zum Ergebnis, wegen der Proliferationsproblematik nicht als allgemeine Basis der zukünftigen Energieversorgung nicht zu legitimieren. Das ist viel zu gefährlich, weil da zu viele Atommächte entstehen werden weltweit. Das war 1976. Es gibt wahrscheinlich ruhiger mehr Frankreich und sonst wo, aber es wird nicht mehr als große Option. Dritt, jetzt kann man anfangen zu diskutieren, was machen wir hier, aber dritthöchst entwickelte Leichtwasserreaktoren. Ja, da geht es vielleicht dazwischen. Ja, was hat die Menschheit gemacht? Nein, das ist ja unterschiedlich. Aber jedenfalls, die Menschheit hat die Geschichte.
ist nicht eingestiegen ernsthaft in den Fusionsreaktor, nicht eingestiegen in den schnellen Motor, obwohl das natürlich technologische Möglichkeit gewesen wäre, und ausgestiegen aus der Leichtwasserreaktortechnologie und eingestiegen wieder in die mittelalterliche Form der Energiegewinnung durch das Windkraftwerk. Ich befürworte das. Ich befürworte das. Aber die Vorstellung, dass das ein technologischer Fortschritt ist, ist geradezu absurd. Es ist natürlich nicht so schön, wie diese Dinger jetzt funktionieren. Ja, die Windräder. Bisschen besser als die alten Windräder im Mittelalter, aber das ist natürlich kein Vergleich mit dem schnellen Motor zum Beispiel technologisch avanciert. Das heißt, natürlich geht es. Wenn man nicht will, muss man nicht. Man muss nicht jeden technologischen Fortschritt mitmachen, wenn er kein humaner, sozialer, ökonomischer und so weiter Fortschritt ist. Es sind wir. Drückt euch nicht vor der Verantwortung. Es sind wir. Wir entscheiden. Kann man natürlich sagen, wer ist wir? Entweder Politik, Ökonomie, Gesellschaft, das ganze Kultur. Ja, kompliziert, das zu beantworten. Aber es sind eben was Menschen, die entscheiden. Es gibt keinen Selbstläufer der technologischen Entwicklung. Dafür kann keine Rede sein. So, jetzt inhaltlich, substanziell. Was ist der Kerngedanke humanistischen Denkens und humanistischer Praxis? Das sind jetzt die Rekonstruktionen, die ich versucht habe. Ich sage das nicht jetzt, das ist nicht der Versuch, historisch das alles irgendwie nochmal einzufangen, sondern es ist vor dem Hintergrund der zeitgenössischen praktischen Philosophie der Versuch, den Humanismus präzise, halbwegs präzise zu fassen und als einen normativen Rahmen zu definieren, innerhalb dessen man dann bestimmte ethische Fragen klären kann. Also im Zentrum dessen steht in meinen Augen die Idee der Autorschaft, menschlicher Autorschaft. Unter welchen Bedingungen sind Menschen Autorinnen oder Autoren ihres eigenen Lebens? Das ist die entscheidende Frage. Das stellen sich die Humanisten in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Kulturen in immer wieder unterschiedlicher Weise. In der Tradition von Kant und seinen Schülern gehört eine wesentliche Voraussetzung, muss erfüllt sein, nämlich hinreichende Bildung. Ausgang als der aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, wie diese Formulierung von Kant heißt. Und die Nachfolger von Kant, nicht Kant selber, sagen, da gibt es auch einen verantwortlichen Akteur. Und das ist der Staat. Der Staat muss die Bildungsangebote bereitstellen, auch wieder von Humboldt, liberaler Denker. Der Staat hat das zu finanzieren. Und zwar vollständig. Keine Privatisierung von Bildungsangeboten. Das ist Wilhelm von Humboldt. Liberale Denker, der immer gesagt hat, nicht zu viel Staat zu sein. In diesem Bereich muss der Staat das bereitstellen, weil sonst die Gleichheit der Bildungsmöglichkeiten nicht gegeben ist. 1820. Also, im Zentrum steht auch, jetzt muss ich hier ein bisschen philosophische Begrifflichkeit zunehmen. Das, was diese Autorschaft ausmacht, ist ein Cluster von Begriffen. Das ist jetzt kritisch gemeint, auch gegenüber einem Gutteil der zeitgenössischen Philosophie und der Debatte in der Bildung. Diesen Cluster hat man nur entweder ganz oder gar nicht. Die Vorstellung, man kann sich da was rauspickeln, das ist in meinen Augen, das muss man im Einzelnen mal zeigen, das kann nicht funktionieren. Diesen Cluster will ich wenigstens in einigen Schlaglichter kurz umreißen. Hochehrwürdige Begriffe. Freiheit. Autorschaft. Ohne Freiheit. In den verschiedenen Kodifizierungen des Strafrechts kann man das auch nachlesen, das ist auch gar nicht so unvernünftig. In Deutschland Strafgesetzbuch, Paragraph 20. Wann ist jemand schuldfähig? Wenn er Alternativen hatte. Und wenn er sich der Alternativen hatte, sich der Alternativen bewusst war, in der Lage war, Alternativen zu beurteilen und zu wählen. Und im Falle einer Straftat sich das unrechtmäßig seines Tuns bewusst war. Ja, das sind also so ein paar Kriterien. Das heißt, Bewertungsfähigkeit, Alternativen müssen de facto vorliegen. Ich muss in der Lage sein, diese Alternative zu wählen. Tat zum Beispiel. Freiheit und Verantwortung sind eng miteinander verbunden. Ich bin immer dann verantwortlich für das, was ich tue, wenn ich die Wahl habe, das eine oder das andere zu tun. Diese Wahl bewusst getroffen, damit wir das getan haben. Ist noch verrückter. Es ist wohl gedacht, was ich jetzt sage. Es kommt
etwas, was wir als Handel interpretieren, ein Verhalten, das wir als Handel interpretieren, hat immer diese Merkmale. Freihändig, Freiheit ist involviert, Verantwortung ist involviert. Und damit dieses involviert ist, muss das, was ich da tue, das Verhalten, was ich zeige, wenigstens zu einem gewissen Teil von Gründen geleitet sein. Und dass das der Fall ist, zeigt sich daran, dass wenn ich die Person frage, warum hast du das getan, kann die Person Gründe angeben, warum sie es getan hat. Wenn etwas Handlungscharakter hat und ich mich jetzt ein Erinnerungsproblem habe, kann ich sagen, welche Gründe mein Tun geleitet hat. Bringen Sie mir ein Gegenbeispiel, das sehe ich für. Das heißt, von Gründen geleitet sein, also ein gewisses Maß an Vernunft zu zeigen, Freiheit zu haben, im Sinne der Stellungnahme. Ich nehme Stellung zu dem, was ich tue, indem ich mir überlege, welche Gründe sprechen dafür oder dagegen. Verantwortlich zu sein, im Sinne dessen, dass ich gefordert bin, Gründe anzugeben für das, was ich tue. Das ist ein Cluster. Das kann man nicht auseinandernehmen. Das kann man nicht einzelnes haben, das andere nicht haben. Es geht nur das Gesamte. Als handelnde Wesen ist dieser Cluster wirksam. Und eine ganz wichtige Rolle spielt dabei Intentionalität. Ein altes Thema, also viel schwieriges zwischen verschiedenen Schulen, hoch umstritten. Manche wollen davon gar nichts hören. Aber in der analytischen Philosophie, sondern eine Minderheitenströmung, die überhaupt die Intentionalität ernst nimmt. Wenn man manchmal kalifornische Schule, kalifornische Semantik oder komischerweise Kalifornien sind, ist zu vertreten. Intentionalität. Ich habe Absicht. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf etwas. Das ist ohne das, ist alles andere nichts. So, und jetzt, ich gebe zu, ein bisschen irritierend spät, an der Stelle die Brücke zur Digitalisierung, zur digitalen Technologie. Wenn wir von Softwareagenten sprechen, wenn wir davon sprechen, jemand entscheidet, ein autonomes Fahrzeug entscheidet, berät uns, erkennt etwas oder hat Intelligenz, dann kaufen wir das ganze Cluster ein. Alles. Intentionalität, Freiheit, Verantwortung, Bewertungskompetenz und so weiter. Nie nur in einem Teil. Das ist vielleicht jetzt die zentrale Botschaft des digitalen Humanismus. Man darf so reden. Aber nur wenn man sich bewusst ist, wenn man so redet, reden und Stellung nimmt. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Zimmerpflanze beobachte, wie sie so schön nach dem Licht wächst und sage, die will eben möglichst viel Licht haben, kann ich das schon sagen. Aber nur wenn ich mir selber bewusst sein bin, die Pflanze will gar nichts. Gibt es ja manche andere, die das anders sehen, aber will die Pflanze mit Sicherheit nichts finden. Trotzdem, sie verhält sich so, als ob. Deswegen kann man meinetwegen so reden. Ein Thermostat, der Thermostat hat erkannt, dass es jetzt in dem Zimmer zu warm ist, das ist schon einigermaßen komisch. Ja. Aber klar, die Heizung aus, wenn richtig eingestellt ist, wenn es in dem Zimmer zu warm wird, früher mit Bimetallstreifen. Ja, das funktioniert wunderbar. Niemand würde den Bimetallstreifen eine Intentionalität, eine Entscheidungsfähigkeit oder so etwas zuschreiben. Jetzt sagen dann manche, ja, Software-Systeme, das ist doch ein ganz was anderes, das ist doch wahnsinnig komplex und das ist doch vergleichbar mit dem menschlichen Gehirn und was dergleichen mehr ist. Nein, ich glaube, das ist ein Irrtum. Es ist wahnsinnig komplex, das ist richtig, aber im Kern ist das genau dieselbe Situation. Wir mystifizieren Entitäten, die keine mentalen, keine intentionalen, keine emulativen Fähigkeiten haben, die Eigenschaften. Wenn wir ihnen Akteursqualitäten zuschreiben. Das ist keineswegs technikkritisch oder auch gar fortschrittsfeindlich. Im Gegenteil. Wenn wir jetzt einen Streitpunkt, den ich auch mit einem sehr geschätzten Kollegen habe, den ich gut zusammenarbeite, Erich Hindendorf von der Universität Würzburg, Jurist mit Schwerpunkt in die rechtlichen Aspekte der digitalen Transformation, oder eher auch Bundesregierung und so weiter. Wir sind im selben Direktorium, zum Beispiel Institut für digitale Transformation. Von
Lehrstuhl Hildendorf ging der Vorschlag aus, den sich die EU-Kommission sogar zu eigen gemacht hat, dass nämlich die nationalen Gesetzgebungen eine E-Person-Recht schaffen sollen. E-Person-Recht, also bestimmten hinreichend autonomen Software-Systemen juridische Verantwortung zuschreiben sollten. Das ist besonders für die Industrie und für die Wirtschaft interessant. Aber was ist denn da, wenn man nicht mehr so genau weiß? Ja, das ist ja die Software-Systeme, die zum Beispiel zukünftigen, wenn sie dann wirklich Level 5 autonomen Fahrzeuge, wenn es dazu überhaupt kommt, würde man sagen, das müssen wir uns gut überlegen. Level 4 wäre auch schon gut. Ja. Level 5 heißt, es gibt keine Interventionsmöglichkeit mehr. Wenn man sich an die letzten beiden großen, viel diskutierten Flugzeugabstürze denkt, die aufgrund von Softwarefehlern zustande kamen und deswegen, weil die Piloten nicht intervenieren konnten oder unter wahnsinnigem Aufwand, dann wird einem ein bisschen gruselig bei dieser Vorstellung. Also, ich weiß gar nicht, warum man unbedingt die Interventionsmöglichkeit ausnehmen will, dass wir Level 5 eingehen sind, ein autonomes Fahren. Naja, und jetzt ist im Augenblick die Entwicklung, die Softwareentwicklung in diese Richtung, da gibt es ganz unterschiedliche Strategien, auch von einem Austausch, vorher auch zwei Innovationsprojekte, die auch im Austausch mit der Automobilindustrie erstellt werden. Aber jedenfalls, wenn so manche Blütenträume wahr sind, dann wird das ja folgendermaßen laufen, dass allein aufgrund der Eingabe von 100.000 oder gar Millionen von Situationen in realen Verkehrssituationen und den gewünschten Reaktionen des autonomen Fahrzeuges, also eine Input-Output-Steuerung, sich dann erst die entsprechende algorithmische Steuerung entwickelt, die so komplex ist, also sie entwickelt sich selbst, viele sind damit vertraut, wie das funktioniert, sogenannten selbstlernenden Systeme, sodass man am Ende sagen kann, okay, also wir haben jetzt all diese 100.000 oder Millionen Fälle und wir haben da jetzt jedes Mal die adäquate Reaktion, wir können das jetzt freigeben. Das wird noch spannend. Die Juristen rufen für sein Thema. Kann der TÜV eine solche Steuerung freigeben, obwohl die Software-Ingenieure sagen werden, wir wissen nicht, wie es wirklich funktioniert. Wir können nur sagen, wie das Ergebnis ist in all diesen Beispielen. Geht das oder nicht? Das ist schon ein Unterschied, ob man Top-Down-Systeme hat, bei denen man genau weiß, wie der Algorithmus funktioniert oder ob man das nicht. Aber gut, wir haben dann mal sagen wir eine solche Entwicklung. Und jetzt passiert noch was. Das wird noch seine Sorgfaltspflicht beim Produzenten verletzt. TÜV hat es auch abgesehen, ist alles gut, relativ bemüht. 100.000 Versuchssituationen, nie was passiert. Und jetzt, was drin ist das? Nutzer, noch schön. Ja, sagt ihr, ich verlasse mich drauf, dass die Software funktioniert. Ich habe keinen Fehler gemacht. So, und jetzt kommt natürlich die reizvolle Idee, dass man sagt: Ja, das autonome Fahrzeug. Das hat den falschen G, das ist hart. Gut, ins Gefängnis kann man sich nicht stecken, ja. Also da muss man es versichern und da braucht man natürlich manche schon das große Geschäft. Ja. Das heißt, man muss dann diese Unfallzahlen wieder zurückgehen, das ist ein großes Problem für die Versicherungswirtschaft und dann könnte man vielleicht auf diese Wege noch vielleicht neue Einkommensmöglichkeiten verschaffen. Ich sage, lasst die Finger davon. Lasst die Finger davon. E-Person im Recht ist genau in dieser Tradition der Personalisierung von Software-Systemen. Es sind keine Akteure. Es gibt es sozusagen juristischen Einwand, sagt man ja, wir haben doch auch die künstlichen Personen, die juristischen Personen, zum Beispiel ein Verein oder die Bundesregierung und so weiter. Da gibt es einen zweiten Streit, ja, ab wann kann man von einer solchen juristischen Person sprechen? Ist die Fakultät schon eine juristische Person oder nicht? Ist das Teil verantwortlich? Woher ist die Universität? Ja, Moment, Vorsicht. Diese juristische Person, Fakultät, die ist zwar nicht identisch mit irgendeiner natürlichen Person, aber es sind natürliche Personen, die moralische und juridische Verantwortung haben und die diese juristische Person konstituieren. Das ist bei unserem System nicht so. Nur da sagt er, das ist der Entwickler. Nein, das ist ja gerade das Argument. Es ist nicht der Entwickler. Das Software-System selbst wird ja Träger von Verantwortung. Und die Entscheidungen, die das Software-System trifft, repräsentieren nicht die Entscheidungen natürlicher Personen.
Stellen Sie den Unterschied. Also, ich bin der Auffassung, war auch ein Thema des Nationalen Ethikrates, da waren fast alle meiner Auffassung, da ist auch eine einzige Person, also es sieht nicht so aus, dass es auch wirklich umgesetzt wird, aber an solchen Weichenstellungen wird sich entscheiden, wie auch die Rechtsentwicklung und die politische Entwicklung in Deutschland ist. So, jetzt war das alles abstrakt genug. Ich habe die philosophischen Argumente, die dagegen sprechen, Software-Systeme zu personalisieren, jetzt hier weitgehend ausgeführt. Wenn Sie ein Interesse haben, so richtig scharfe Argumente gegen die Personalisierung von Software-Systemen zu hören, dann würde ich sagen, machen wir das lieber danach in der Diskussion. Stattdessen will ich die noch 10 Minuten, die mir Herr Werdner eingeräumt hat, will ich nutzen, um ein paar konkrete Implikationen einer Perspektive des digitalen Humanismus schlaglichtartig darzustellen. Also ich beginne mal, ich hatte es kurz angesprochen, bei der ersten Phase des Humanismus in Europa, habe ich gesagt, das Interessante ist, das Autonomwerden von Philosophie, Wissenschaft und Kunst geht einher mit der ersten Demokratie in Europa, in verschiedenen Polis, in verschiedenen griechischen Staatsstaaten. Der Niedergang der Demokratie geht einher mit dem Verlust der Autonomie von Wissenschaft in der Zeit der Klerikalisierung oder Reklerikalisierung. Da stellt sich noch die interessante Frage, ob wir die digitale Transformation, die digitalen Transformationsprozesse nutzen können. Die Frage, wie wirken die sich aus, halte ich für falsch gestellt, aus Gründen, weil wir sind, diese Entwicklung steuern zu wesentlichen Teilen, nutzen können, um die Demokratie zu vitalisieren und zu verhindern, dass sie verloren geht. Dass die demokratische Entwicklung tatsächlich unter den aktuellen Bedingungen der digitalen Transformation, der Kommunikationsstruktur gefährdet ist, liegt meines Erachtens auf der Hand. Das ist unterdessen ja auch ein Thema seit dem vorletzten Sommer, seit diesem Cambridge Analytica-Skandal aufgekommen ist in den USA. Aber in Europa war eigentlich von vornherein klar, dass es ein hohes Gefährdungspotenzial beinhaltet, dass zum Beispiel Konzerne wie Facebook über Millionen und Abermillionen von sehr intimen Nutzerdaten verfügen, nach denen Persönlichkeitsprofile erstellt werden können, Software gesteuert erstellt werden können und eine ganz gezielte Beeinflussung und Manipulation möglich ist. Dass man alles stimmt, was Cambridge Analytica für sich da an Blundeleistung in Anspruch nimmt, das mal hingestellt. Aber allein die Tatsache, dass ich glaube, über 80 Millionen oder sowas personalisierte Nutzerdaten mit sozusagen den Personen, um die es geht, von Facebook zur Verfügung gestellt wurde und das offenkundig Einfluss genommen hat auf die Präsidentschaftskampagne in den USA, ist durchaus besorgt. Man hat dann auch mal untersucht, welche Rolle Chatbots gespielt haben in der Präsidentschaftskampagne und hat sich herausgestellt, dass ein Drittel der Pro-Trump-Stellungnahmen in den Social Media während der Kampagne, ein Drittel waren Chatbots. Immer noch bei Clinton Einfluss. Also beide Sachen haben das eingesetzt. Auch eine bisschen flapsig, eine der merkwürdigen kulturellen Phänomene. Also die älteren unter uns werden sich an diese euphorische Phase der 90er Jahre erinnern, als der in anderer Hinsicht eher gescheiterte LSD-Papst Timothy Leary herumzog und versprach, also nachdem es mit der Befreiung bei LSD nicht so recht funktionierte, war jetzt die Hoffnung der Befreiung über das World Wide Web. Ja? Manchmal zusammen mit Jean-Jacques Dallier, um ihn mal französisch auszusprechen, ja, den Virtual Reality-Experten von Microsoft, der jetzt sagt, geht aus der Media raus, ein Bestseller. Und die Vorstellung war, ja, jetzt mit dem Internet wird also die anarchische Welt, die man träumt, wirklich Realität, weil von vornherein hochgradig unplausibel, dass das so ein Anhalt bleiben würde. Und als solches Potenzial war auch klar, dass da kommerzielle Interessen sehr rasch sich dieses Systems bemächtigen würden. Und so kam es dann natürlich auch relativ rasch. Das Gruselige ist, dass gegenwärtig zwar auch so positive kulturelle Entwicklungen zu beobachten sind, aber die Hauptrichtung der Gegenwart.
Entwicklung der Internetkommunikation ganz anders. Ganz anders orientiert ist, als sich das die Propheten in den 90er Jahren auftragen. Nämlich erstens hochgradig Kommerzialismus, nach einem ganz spezifischen, sehr gut funktionierenden ökonomischen Modell, was im Kern darauf hinausläuft. Wir haben vermeintlich kostenlose Services, wir nutzen diese Services, die sind auch sehr praktisch, Google Maps und so weiter, aber natürlich auch Facebook und so. Wir verlieren die Kontrolle über unsere Daten und mit den Daten werden Marketingstrategien gefüttert. Da es so viele sind, die da beteiligt sind, Milliarden Menschen zum Teil, funktioniert das wunderbar, es zahlt sich aus. Ökonomisch funktioniert das wunderbar für die Betroffenen, für die betreffenden Firmen, die diese Angebote haben, die sich gegenüber Konkurrenten durchgesetzt haben. Was weniger diskutiert wird, dass es ökonomisch ziemlich schlecht funktioniert, was die Produktivität angeht. Wir haben auch in den USA einen auffällig niedrigen Produktivitätsfortschritt pro Jahr. Jetzt mitten in der Phase der sogenannten disruptiven digitalen Transformation. Funktioniert also nicht sehr gut. So, jetzt meine These ist, wir können auf keinen Fall diese gegenwärtige Entwicklung, die in erster Linie, ich sage gleich was zu China, mit dem Silicon Valley Modell der ökonomischen Nutzung der digitalen Tools zusammenhängt, die können wir auf keinen Fall so weiterlaufen lassen. Und wer sagt, das ist aber gewissermaßen die Freiheit des Marktes und das ist die Freiheit des Kapitalismus und jeder kann seine Angebote haben, der übersieht einen ganz entscheidenden Punkt. Es hat in der Industrieentwicklung immer eine Arbeitsteilung gegeben, was die ökonomischen Akteure auf Märkten angeht und was die Verantwortung für die Infrastruktur angeht, die erst den Rahmen bereitstellen, der notwendig ist, damit die Konkurrenz auf Märkten halbwegs funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen bauliberal, also in der Hinsicht, glaube ich, hat der Bauliberalismus auch recht. Es bedarf eines starken Staates mit starken Regeln, starker Kontrolle, starken Vorgaben, damit Märkte überhaupt funktionieren. Das ist die ursprüngliche Botschaft des Bauliberalismus, nicht des Neoliberalismus, des Bauliberalismus. Und das ist merkwürdigerweise total versäumt worden in diesem Bereich. Wir haben die Kontrolle gegenwärtig, das ist denn die Infrastruktur der digitalen Kommunikation. Das ist Facebook, das ist Instagram, das sind die Social Media Angebote, die tragen die Infrastruktur, das ist die Struktur, innerhalb der diese kommunikativen Akte laufen. Was die jeweiligen Betreiber mit den Daten machen, ist nicht staatlich kontrolliert, sondern die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Na gut, sehr viel zu spät und sehr schwach, wirksam und so weiter, darüber kann man ja noch streiten, aber im Kern ist das eine staatlich nicht kontrollierte Infrastruktur, die ökonomisch gesehen in Gestalt von Monopole, ja, die Suchmaschinen sind monopolisiert, die jeweils über 496% Marktanteil haben, die Big Five in ihrem jeweiligen Bereich. Das sind abgesteckte Grenzen. Und jede Konkurrenz wird gegenwärtig dadurch erstickt, dass Konkurrenzangebote, das berühmteste Beispiel, die auch aufgekauft werden von den Giganten, sobald sie nicht erfüllen können. Das heißt, wir haben keine Konkurrenz, wir haben keine staatliche Verantwortung für diese Infrastruktur und keine Kontrolle, keine öffentliche Kontrolle über die Datenverwendung in diesem Konzern. Das kann so nicht weitergehen, das ist nicht demokratieverträglich, ja, marktverträglich sein. Eine verunglückte Äußerung unserer Bundeskanzlerin hier ein bisschen zu karikieren. Ja, Demokratie hat sie mal leichtfertigerweise gefordert. Nehmen wir mal an, das war ein Ausrutscher. Ja, also das ist nicht demokratieverträglich. Wenn es eine Marktentwicklung ist, die amerikanischen Großkonzerne nutzt, mag das ja so sein. Kommt die Verteidigung absurderweise von Trump gegenüber seinen ursprünglichen Feinden, weil der hat ja dem anders als wir kommen sie nicht von Silicon Valley eine Kampagne finanzieren lassen, aber er verteidigt die jetzt erstaunlich hart gegenüber europäischen Einsprüchen. Trotzdem, das ist ein ökonomisches Problem und ein politisches Problem, was sich da auftut, aber wir können das meines Erachtens so nicht laufen lassen. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Debatte vielleicht etwas ist, was auch hier in Wien und in Österreich eine Rolle spielen sollte. Ich würde mal sagen, ich habe gewissermaßen ein Stein ins Wasser geworfen in Deutschland. Ich habe dann ein Wort ungetüm bei einer Keynote, da war Kretschmann dabei, da war Ulrich Wilhelm, der
Notwendigkeit ist, eine staatliche Notwendigkeit, eine öffentlich-rechtliche, ich sage das bewusst nicht in staatliche, sondern öffentlich-rechtlicher Verantwortung befindliche digitale Kommunikationsinfrastruktur bereitzustellen. Denn wie das dann im Einzelnen aussieht und wie das finanziert wird und so weiter, dass das ein europäisches Projekt sein muss, liegt auf der muss ein europäisches Projekt sein, größter Wirtschaftsraum, immer noch knapp, größter Wirtschaftsraum der Welt, der muss in der Lage sein, eine digitale Kommunikationsinfrastruktur in öffentlich-rechtlichen Verantwortung, nicht unter staatlicher Kontrolle, das wäre gewissermaßen China, sondern öffentlich-rechtlicher, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, zu etablieren, weil diese Entwicklung, die wir gegenwärtig haben, in den Social Media Demokratie gefährdet ist. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ist doch eigentlich Demokratie gefährdet, dann sprechen wir nachher noch eine Diskussion darüber, was zu einer Demokratie gefährdet. Der zweite Punkt, der auch von höchster politischer Relevanz ist. Wir haben eine erfreuliche Repolitisierung der jüngeren Generation. Denken wir mal ein bisschen zurück, ja, die Ego-Generation liegt noch nicht so lange zurück. Das bringt doch Politik und ganze Zeug los. Das hat sich völlig geändert. Aber die junge Generation ist politisch und ethisch hochsensibel. Manche reden sich darüber auf, manche sagen, man sich darüber freuen. Hochsensibel und bereit, sich auch wirklich einzumischen. Das heißt, es sind günstige Bedingungen, um die Demokratie zu revitalisieren. Merkwürdigerweise nutzen die einzelnen demokratischen Staaten die digitalen Tools nicht oder nur ganz unzureichend, um eine stärkere Partizipation, eine Einbeziehung der Meinungen, der Erfahrungen, der Empfehlungen der Bürgerschaft, gerade dort, wo sie sich auskennen, zum Beispiel Stadtverordnung, in die politische Meinungsbildung, die parlamentarische Praxis mit hineinzusetzen. Und da gibt es viele hochinteressante Möglichkeiten, um es kurz zu machen und abzuschließen, Werden hat sich bedrohlich erhoben, ich verstehe das auch gut, würde ich so sagen, ja, ein Modell, das rein ökonomisch betriebene Form der digitalen Transformation, was gesamtökonomisch betrachtet nicht sehr erfolgreich ist, nicht sehr erfolgreich ist, wer als Unternehmen erfolgreich ist, aber nicht volkswirtschaftlich, Silicon Valley Modell. Wir haben das chinesische Modell, was aus chinesischer Sicht der kommunistischen Partei und der dortigen Regierung wunderbar funktioniert, weil es nämlich eine umfassende Kontrolle der Bevölkerung ermöglicht, auch solche unruhigen Teile, wie zum Beispiel der Uiguren im Nordosten Chinas, mit ziemlich problematischen Folgen. Und wir sollten für die Zukunft ein europäisches Modell der digitalen Transformation etablieren, in der der Staat zurückhaltend und nicht kontrolliert, aber als Garant individueller Rechte und Freiheit auftritt und sicherstellt, dass die Infrastruktur dieser Entwicklung in öffentlicher Verantwortung bleibt und nicht privatisiert und nicht für parteipolitische Zwecke eingesetzt wird. Danke. Danke für die Überblick über die Philosophie und die Entwicklung des Humanismus und dann am Schluss über die Ausführungen zum digitalen Humanismus. Fragen seitens des Publikums. Das war ein einmaliger Vortrag auf einer technischen Universität. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich erinnere mich daran, dass wir mein Internet Advisor Board eingerichtet an der Fakultät für Informatik, die uns vorgeschlagen hat, also TU Wien eine Philosophiefakultät zu etablieren. Ich würde mich dann ersuchen, ob da. Sie haben sich. Ich habe zum historischen Teil eine Frage. Wenn Sie Ihr Verständnis von Humanismus mit Demokratie korrelieren, dann sind, ist die erste humanistische Gesellschaft nicht die klassische Antike. Das war, man mag sagen, es gab mal eine solche demokratische Gesellschaft. Nee, das hätte ich vielleicht noch hinzusetzen müssen. Natürlich war Athen in der Hinsicht keine Demokratie, als Frauen, Sklaven, mit Eucken, das gut, das war selber ein Mensch Eucken, also ein Halbdurchbau von Makedonien, der nicht wählen konnte, in Athen ausgeschlossen waren. Aber es war eine sehr radikale Form von Demokratie, wenn man das mal beschränkt auf diejenigen, den freien männlichen Bürger Athens. Die war so radikal, dass sie zum Beispiel die Wahlen beschränkt haben und gesagt haben, Wahlen sind immer Auswahl. Deswegen vergeben wir die wichtigsten Ämter oder wichtige Ämter in Kühlen, so stattfindet, als
urdemokratischen Impuls, wie gesagt, eingeschränkt auf die Männer, dazu führen, dass sie nicht einmal sich diesem Regime unterstellen wollten, dass bestimmte Personen für 5 Jahre oder sowas machten, für sie ausüben können, qua Amtsgewalt. Also da ist schon ein Wort, aber nicht im modernen, egalitären Sinne. Kann man kurz sagen, wer man ist, damit man ungefähr kontextualisiert? Christoph Bamberger hier von der Wien-Nach-Sieg-Gruppe. Ihre Entwicklung oder Beschreibung des Humanismus haben Sie eine sehr scharfe und auch sehr binäre Unterscheidung der Akteure. Sie machen sehr vehementen Aufruf gegen Akteure oder Akteureigenschaften an aktuellen Software oder Sie haben aber auch von Handlung gesprochen. Und ja. Handlung. Hört man ihn hinten, weil von nicht gebe ich das Mikrofon. Ja. Entschuldigung. Also gerade in einer digitalisierten Welt wird unsere Handlungsfähigkeit ja auch sehr oft mitgestimmt von materiellen Dingen. Und Sie merken schon, da ist so ein posthumanistisches Argument auf, wie der Dune gehört und der wo stehen Sie da? Ja. Sie machen es sehr radikal. Ja. Wie stehen Sie zu diesen neuen Gesichtspunkten aus dem Humanismus? Genau. Wo man die Agentenschaft doch nuancierter und klarer sieht. Naja, also sagen wir mal so: es gibt ja so einen Streit manchmal zwischen Philosophie und Psychologie, der ungefähr so abläuft: der Streit, also die Philosophen überschätzen die Vernunft. Wir Psychologen müssen doch das meiste automatisiert, so nicht kontrolliert, und die Übergänge sind fließend zwischen Handeln und Nichthandeln und so weiter. Und ich glaube, da sind begriffliche Konditionen im Spiel. Also, was die Psychologen immer wieder feststellen, ist ja völlig zutreffend, empirisch zutreffend. Und die neuen Entwicklungen, die hier rein, dass man sagt, ja, zum Beispiel, wie ist es denn, mein Handeln findet ja immer in irgendeiner Form von Körperlichkeit. Die Körperlichkeit ist aber nicht so klar definiert. Also geht ja schon mal um technische Instrumente wie ein Auto zum Beispiel, dass die Leute das Gefühl haben, es könnte man zu ihrem Körper viel fahren und so ein klares Gefühl, wo endet es und so. Oder ganz klar bei technischen Systemen, bei Amputationen, die zugefügt werden und nicht kontrollieren kann, die werden dann im Bewusstsein Teil des Körpers. Ja. Also wo endet das eigentlich? Umso mehr technische Tools ich einsetze oder ganz neue Entwicklung, faszinierende Entwicklung, Cursorsteuerung über Intentionen, tatsächlich über Intentionen. Das können also Primaten lernen, können Menschen auch lernen, also Gelähmte. Und auch ein interessantes Punkt übrigens, weil man ja zeigt, wie stark Intentionalität wirken kann. Ja? Und wo ist jetzt, was ist da eigentlich los? Dann kann man dann doch eine Einheit zwischen dem Computer und dem Menschen, der gewissermaßen. Computer wird dann Teil des menschlichen Gehirns gewissermaßen über diese Cursorsteuerung, die rein intentional ist, nicht mehr über eigene körperliche Aktivitäten vermittelt wird. Ich finde, das ist im Einzelfall sehr interessante Fragen, aber die erschüttern nicht diese Begriffe. Also, um das ein bisschen noch zu illustrieren, also das Entscheidende ist die Rolle von Intentionalität. Was immer ich kontrolliere über die Intentionalität, das ist dann Teil meines Handelns. Und wenn die Dinge teilweise automatisiert werden, naja, wenn sich das die automatisierten Teile trotzdem kontrollieren lassen, so bringen wir immer das Beispiel bei einem ungeübten Autofahrer. Ungeübte müssen alle möglichen Entscheidungen treffen, um rechts abzubiegen. Wann bitte ich den Blinker, wann werden sich anschaue ich spiegeln. Das ist ganz kompliziert, X-Entscheidung. Geübte Autofahrer, das heißt automatisiert, aber sie biegen rechts ab. Wahrscheinlich sogar zuverlässiger als der Unglück. Das heißt also, die intentionale Kontrolle ist nicht deswegen nicht mehr wirksam, weil viel automatisiert wird. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Und da meine ich, wir sollten nicht den Fehler machen, der Justifikation, der Zuschreibung von Intentionen, Kontrolle, Bewertung, Optionen, Freiheit und so weiter an Software-Systemen. Weil das wäre eine Fehlzuschreiben. Ja, da entsteht diese ganze Mystifikation mit Türen und so weiter. Michael Stampfer.
Humanismus in der Renaissance und dann im 19. Jahrhundert erwähnt. Dazwischen ist eine Phase im 18. Jahrhundert, die mit dem großen Begriff Aufklärung überhaupt einhergeht, ein Begriff, der heute sehr normal vorgekommen ist. Vielleicht auch deswegen, weil die Aufklärung eben die Mutter von beiden, worüber Sie heute gesprochen sind, nämlich von dieser technisch-ökonomischen Revolution, aber auch von der Weiterentwicklung des Humanismus ist. Die Frage ist ja deswegen, wenn wir für die Propagierung dessen, was wir digitaler Humanismus nennen, eigentlich auf beides reagieren und auch an zumindest die eine Seite der Aufklärung sehr appellieren, dass man sagt, diese Früchte nicht verloren gehen. Und da hätte ich Sie gerne an die Position. Es ist gut, dass Sie nochmal nachhaken. Also es gibt immer die Gefahr des Umschlags. Also das humanistische Denken setzt ja sehr darauf, immer Agency, Handlungsfähigkeit, Ziele, Bewertung, das ethische Moment. Verantwortlichkeit ist ja eine Form der Wahrnehmung der ethischen Dimension. Und das kann leicht, ich komme gleich zu der Frage auf, das kann leicht umschlagen. Das sieht man schon in der Frühneuzeit, Campanella und Morus, das sind nicht mehr gelten noch als humanistische Denker. Ich würde sagen, nein, das verletzt schon dieses Verlassen des Humanismus, eine Art Transhumanismus, ein utopisches System, eine Neuerschaffung des Menschen. Genau dasselbe erleben wir gegenwärtig in der Silicon Valley-Debatte, ja, Transhumanismus. Wir erschaffen uns neu, wir transformieren uns in Software-Systeme, wir leben ewig, ja, und so weiter. Wir werden technisch Mischwesen, ja, Mensch-Maschine-Mischwesen und so weiter. Das schlägt gewissermaßen diese humanistische Vorstellung der Selbstverbesserung, der Bildung, der Humanisierung der Lebensverhältnisse um in technizistische Utopie. Und das ist die Ambivalenz der Aufklärung. Also die Aufklärung ist erstmal natürlich, genau wie Sie sagen, ein Element dieser großen humanistischen Bewegung. Die Aufklärung ist extrem dynamisch, sie setzt sehr auf Wissenschaft. Und dann kommt es zu diesem Umschlag in der Aufklärungszeit schon, dass man sagt, ja, wir sollten doch alle Rationalität ist letztlich wissenschaftliche Rationalität. Alles andere ist doch eigentlich nichts wert, es ist alles voraufklärerisch oder vorwissenschaftlich, solche Formulierung gibt es heute noch. Und da bin ich ganz anderer Meinung. Aber wir unterschätzen die lebensweltliche Vernunft, sozusagen, wir haben bestimmte Vorstellungen von der Welt, das ist das Thema von Husserl auch, Physikschrift, die Bedingungen überhaupt von Geisteswissenschaft sind schon in der Lebenswelt angelegt. Und die Praxis des Lebens und Nehmens von Gründen, wir lernen da nicht im philosophischen Oberseminar, sondern das lernt jedes kleine Kind in der Kulturalisation. Und so. Und deswegen lege ich den Akzent etwas anders. Also deswegen so stark auf Humanismus. Der Humanismus ist nicht reduktionistisch. Es setzt nicht nur auf Wissenschaft. Wertet nicht andere Formen menschlicher Vernunft ab gegenüber der Wissenschaft. Und deswegen habe ich sowohl den Rationalismus kritisiert des 17. Jahrhunderts, als auch dann bestimmte extreme Formen aufklärerischer Philosophie, die auch die Tendenz haben, dass das Wittgenstein zustande kommt. Die Verankerung eines humanen Lebens in der alltäglichen Praxis zu schaffen. Trotzdem kann man schon sagen, digitaler Humanismus kann man als ein Projekt der Aufklärung unter den heutigen technischen Bedingungen verstehen. So, wir haben jetzt 5 oder 6 Fragen. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge nicht ganz hinten sind. Ja. Ja, Thomas Mayer, Institut für Geschichte und Ideen. Mir ist noch nicht ganz klar geworden, von welchem Humanismusbegriff Sie ausgehen. Weil die Konkurrenz zwischen antischer Demokratie, Renaissance-Humanismus und deutschem Idealismus einerseits verschließt sich mir nicht automatisch. Und die Frage des Agency-Begriffs oder von so intellektueller Autonomie allein macht auch keine Sichtung so aus. Ja, wobei, ich hatte schon die Hoffnung, dass das ein bisschen klar geworden ist. Also, das kann man nicht etwas sagen. Nicht aufgepasst, oder? Wenn es nicht angekommen ist. Also der Punkt ist halt erstmal, wir haben einen Terminus, der sehr unterschiedlich gebraucht wird. Ich habe viele Ausweise gar nicht genannt. Also zum Beispiel die Bildungssystem, Alterssprache. Da bin ich gar nicht weiter drauf eingegangen. Aber es ist auch noch gemerkt,
Was sind die Bedingungen dafür, dass Menschen Autorinnen und Autoren ihres Lebens sein können? Bildung, Sozialstaatlichkeit, ich meine, das ist ein humanistisches Projekt. Stell sicher, dass die Menschen Autoren ihres Lebens bleiben können, selbst wenn sie in existenziell schwierigen Lagen sind. Und das ist der Versuch einer, es gibt den schönen Ausdruck von Karma, rationale Rekonstruktion. Wenn man etwas rational rekonstruiert, heißt es nicht, dass man es unverändert ist. Sondern man versucht, den Kern herauszudestillieren und damit natürlich auch bestimmte Erscheinungsformen als weniger wichtig und andere als wichtiger zu charakterisieren. Und mir geht es um diesen ethischen Kern oder anthropologischen Kern des Humanismus. Ich habe so in ein paar Schriften noch unterschieden zwischen theoretischem Humanismus, der richtet sich eigentlich auf eine anthropologische These. Was ist der Mensch? Was kann der Mensch? Was sind spezifische menschliche Fähigkeiten? Und den ethischen Humanismus, der ist dann normativ, der sagt, wie sollen wir leben? Ja. Ich habe mich vorher gemeldet. Ich lasse Ihnen gerne vorlesen. Ich fasse mich kurz. Gunter Walden, mein Name. Ich bin eigentlich ein normaler digitaler Bürger seit 30 Jahren. Bin eigentlich zu Ars Electronica, Linz, so aus diesem Eck groß geworden. Ich habe Ihre politische Karriere doch die letzten 10 Jahre oder so mitverfolgt. Meine Frage. Bitte? Ich war ja Studium. Aber es ist mir aufgefallen, deswegen bin ich auch heute hier. Jetzt waren Sie beschäftigt in Europa und sprechen jetzt von digitalem Humanismus. Jetzt meine konkrete Frage an Sie. Für mich ist Humanismus auch Emanzipation. Ja. Also wer das in dem Sinne als Widerspruch sieht, absolut, dann glaube ich, dann habe ich den falschen Vortrag. Und mein ganz persönlicher Wunsch eigentlich nach der Emanzipation des digitalen Bürgers, der Bürgerin, dass ich sage, jetzt sitze ich mit diesem Kistel seit 30 Jahren im Internet. Ja. Und manchmal rattert die Festplatte und es wird irgendwas abgedatet. Also ich möchte auf den Punkt hinkommen, dass wir ein bisschen in diesem Zauberlehrling für mich drinnen stecken, dass wir eigentlich nicht wissen, was da eigentlich abgeht. Und ich würde mir schon seit Jahrzehnten ein europäisches demokratisches Betriebssystem wünschen. Ja. Ich habe da schon jetzt öfter gefragt, ich habe eigentlich nie eine positive, hoffnungsvolle Antwort bekommen. Ja. Also, sagen wir so, es gibt ja ganz verschiedene Vorstöße, die immer wieder jetzt bislang gescheitert sind. Also zum Beispiel auch europäische Suchmaschinen. Das hat die Europäische Kommission andiskutiert und nicht weiter verfolgt. Ist es wirklich sinnvoll, dass wir auf Dauer uns in der Weise abhängig machen, selbst bei Smart Cities, Wien ist ja ganz vorne, von Google-Tools und entsprechend, was alles da dran hängt und wo die Daten sich befinden, können wir uns vorstellen. Wer weiß, wie das Verhältnis Europa, USA sich weiterentwickelt, sieht die Marke nicht so toll aus. Das ist ein weiteres Beispiel. Also ich würde genau sagen, mit Ihrer Kompetenz und der Kompetenz der Informatik, wir können genau solche Projekte definieren, was lässt sich technisch machen und politisch umsetzen und unter welchen Kosten und wer kommt für die Kosten auf und wie kann man mit den Rechtsrahmen so gestalten, dass bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Darauf bin ich da nicht eingegangen, aber das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Also grundsätzlich könnte man diese Plattformisierung der Ökonomie, wenn man sie kritisch sieht, durch einen Rechtsakt der Europäischen Union beenden, nämlich dass die Verwendung dieser Daten eben vergütungspflichtig ist. Da kann man sogar Mindestvergütungen festlegen, wenn man das steuern will. Damit wäre das bisherige Modell von Facebook und Co. so nicht mehr machbar. Und ich finde, man muss sich diese Gedanken machen, weil der Flurschaden ist einfach so immens, auch ökonomisch so immens, Uber halte ich für keinen Fortschritt der ökonomischen Entwicklung. Bequemer in der Nutzung, aber es zerstört im Grunde einen Berufsstand, dass man darüber ernsthaft in Europa nachdenken muss. Und ich glaube, das ist Teil der Dinge, die wir diskutieren. Ja, das ist ja wie die EU. Sie haben sie. Darf ich vorher meine Frage? Ja. Und zwar die Ausführung von der, sage ich mal, entzwecklichten Forschung, der freien Forschung und dieser dialektischen Beziehung zur Innovation, aber ich möchte es gerne in einer anderen Kontext sehen, weil wenn die Forschung als solches frei ist, keine normativen Grenzen, aber gleichzeitig wir normative Punkte aufgreifen, wie ist doch dieser Widerspruch? Also wie ist das zu begreifen? Es gibt so etwas wie eine Dynamik der Freiheit in der Forschung und wir verteidigen das mit Händen und Füßen und niemand darf hineingreifen. Da
da gibt es auch ihr Wege. Und ja, gleichzeitig gibt es so etwas wie dieses humanistische, normative Sicht auf das Ganze. Und wie löst du das auf, auch als eine Forschungsinstitution? Also ich glaube, der Ausdruck dialektisches Verhältnis trifft ziemlich gut. Wenn man ein bisschen zurückblickt, jetzt die Älteren unter uns werden sich erinnern, es gab in den 70er Jahren eine ganz lebhafte Debatte um die Finanzierung der Wissenschaft. Böhme, Brüder und so. Das Max-Planck-Institut von Habermas und Karl Friedrich Weizsäcker geleitet und so. Und da gab es einen massiven Aufstand eher der Konservativen und Freiheit der Wissenschaft ist entstanden als Reaktion darauf. Nein, kein Instrumentalisieren der Wissenschaft für politische Zwecke. Und ich habe mir diesen Text von Böhme und so weiter angeschaut, das war gut gemeint, man setzt die Wissenschaft ein für bestimmte politische Zwecke. Aber es war in der Tat hochproblematisch, weil es den Eindruck erweckt, den jedenfalls man will, unmittelbar steuert in die einzelnen Forschungsprojekte eingreifen. Und das wäre problematisch gewesen. Das Verrückte ist, jetzt findet diese externe Steuerung sehr stark über ökonomische Interessen de facto statt. Umso anwendungsnäher, umso stärker. Und niemand denkt sich mal auf. Praktisch unter umgekehrten Vorzeichen. Jetzt sind eher die kritischen, eher linken jetzt im weitesten Sinne, die sagen, vorsichtig, die Freiheit der Wissenschaft ist gefährdet. Also fast eine Umkehrung der Stellen. Der läuft mir gerade an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft ein interdisziplinäre Arbeitsprogramm, genau zu dem Thema. Ja. Was ist eigentlich Freiheit der Wissenschaft? Ist sie gefährdet oder nicht gefährdet? Durch was? Und wie kann man dem vorbeugen? Und jetzt zu diesen dialektischen Verhältnissen. Also, natürlich ist Wissenschaft nicht in dem Sinne frei, dass sie sich über alle Rechtsnormen und Moralnormen hinwegsetzen kann. Ja. Tierschutzgesetz, ja. Ethikkommission, die sich damit befasst. Praktisch jedes Forschungsvorhaben, wo Menschen über Wissenschaftliche, hat eine ethische, juridische Dimension. Wir haben Ziele, die kann Wissenschaft kann sich nicht einfach abkoppeln, weil sie so wichtig ist. Zum Beispiel Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und so weiter. Trotzdem würde ich sagen, die kleinteilige Steuerung der Wissenschaft für ökonomische oder politische oder ideologische Vorhaben zerstört die Freiheit des Geistes. Ja, also diese Idee, wir können frei nachdenken, wir können uns frei neue Theorien ausdenken. Wir sind nicht immer gleich vor der Autorität gewissermaßen, die uns dann sagt, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Und sehr ambivalente Rolle der Ethikkommission. Wenn die Ethikkommission diese Rolle für sich beansprucht, manchmal ist das der Fall, dann ist das eine Fehlentwicklung. Also dialektisch. Das ist nicht einfach so mit Schwarz-Weiß zu beantworten, aber ich bin schon der Meinung, dass die Instrumentalisierung von Wissenschaft, wie sie gegenwärtig massiv unter ökonomischen Vorzeichen stattfindet, hochproblematisch. Barbara Bremer, ich bin grüne Landtagsabgeordnete in Wien, Wissenschaftssprecherin, eine der wenigen Politikerinnen, die Sie angesprochen haben, und mit auch verantwortlich, dass digitaler Humanismus ein bisschen angeschoben wird, monetär in der Stadt. Ja. Und das passt jetzt sehr gut. Ich möchte ein bisschen rekurrieren auf den Begriff, was heißt Demokratisierung. Ja. Also nochmal, das ist Spannungsverhältnis, Freiheit der Wissenschaft, also Freiheit der Wissenschaft, Demokratisierung, es kann jetzt nicht alleine sein, dass es rein die staatlich oder so kontrollierte Infrastruktur ist, da gehört schon noch mehr dazu. Und wie gehen wir dann darauf zu, dass da Dinge produziert werden, die man ja eigentlich schon gar nicht mehr will. Ich meine, das ist ja eine bestimmte Stufe erwähnt. An der wird gearbeitet. Liegt das nur am Geld oder sollte man dann so aus demokratiepolitischen Gründen eigentlich schon viel mehr eingreifen und viel stärker nochmal regulativ konkret in die Produktion und Gestaltung schon einfließen nehmen? Also wie sehen Sie das? Okay. Bildung hilft uns da jetzt alleine, glaube ich, nicht. Also zwei konkrete Antworten dazu. Ich bin jetzt hier mal Beispiel aus einem kleinen Nachbarstaat, Bayern. die haben sich gedacht, ist ja auch das naheliegend, und ich glaube, in Österreich ist ähnliche Entwicklung gegeben, die Steuerung der Universitäten und des Universitätsbetriebs über die Ministerialbürokratie ist irgendwie bürokratisch. Also steuern wir das auf Hochschulräte. Und wer sitzt in den Hochschulräten? Repräsentanten der jeweiligen Universität und Unternehmen, im Wesentlichen. Unternehmen
sehr häufig ist die Leitung des Hochschulrates zugleich ein CEO eines großen Unternehmens. Das ist aber ein minimaler Anteil für Forschungsförderung weiterhelfen. Das kann nicht der Grund sein, warum das. Und da bin ich demokratietheoretisch der Auffassung, das kann es auf keinen Fall sein. Also, wenn die Universitäten zum großen Teil von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert werden, muss es eine öffentliche und politische Verantwortung geben. Und was es auf keinen Fall geben kann, dass diejenigen, die sowieso nicht zur Finanzierung oder fast nicht zur Finanzierung beitragen, auf einmal zum Steuerungsinstrument der Universität werden. Und das hat eine ganz konkrete Implikation, die vielleicht für Sie als Politiker nicht unwichtig ist. Was man braucht, ist ein Resonanzraum. Ein Resonanzraum der Gesellschaft in die Wissenschaft. Die Wissenschaft, Freiheit der Wissenschaft, wie ich es verstehe, ist nicht der Rückzug in den Elfenbeinturm, ist nicht die Abschottung, interessiert uns alles nicht. Es gibt eine Bringschuld der Wissenschaft nach außen. Manchmal sage ich auch, mindestens 10% der Zeit jeder Wissenschaftlerin, jedes Wissenschaftler sollte dahin aufgewendet werden, um der Öffentlichkeit zu erklären, was man macht, warum man es macht und so weiter. Es kann nicht sein, dass die Steuerzahler das wesentlich finanzieren und die Allgemeinheit gar nicht genau weiß, was da vor sich geht. Es müssen aber die selbst sein, die das machen. Nicht diejenigen, die darüber nur reden. Es müssen schon die selbst sein, die rein gebündelt müssen und sich auch aussetzen müssen. Und deswegen denke ich, die richtige Form dieses Resonanzraums wäre zum Beispiel ein Kuratorium oder was auch immer, wo gesellschaftlich relevante Gruppen und Interessen sich artikulieren und diesen Resonanzraum bilden. Das ist eigentlich eine angemessene Form. Wenn man dann den nächsten Schritt geht und sagt, dieses Gremium schreibt dann vor, über was geforscht wird oder untersagt bestimmte Forschung, dann Dialektik ist genau wieder die Grenze überschritten, die hochgefährlich ist, weil es diese einmal Konstitutionsbedingungen von Wissenschaft, nämlich ein Raum der freien Nachdenkens, der freien der Projekte, die man auch entwickelt und vertritt, behindern kann. De facto ist es ohnehin so, da der Mittelaufwand so gigantisch geworden ist, findet eine Steuerung allein über die Drittmittelförderung statt, und wenn wenigstens ein wesentlicher Anteil dieser durch politische Entscheidungen bereitgestellt wird, da habe ich nichts dagegen. Wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt einen Schwerpunkt nehmen auf Nachhaltigkeitsforschung und das Ministerium stellt entsprechende Mittel zur Verfügung, dann hat das ja eine Steuerungswirkung, die ohnehin massiv ist. Und auf die Weise kann man weiter nochmal Einfluss nehmen. Aber die direkte Steuerung wäre ein Rückfall in eine vorhumanistische Form von Forschung. Letzte Frage von Ihnen. Ja, danke für die Society in Theorie. Ich möchte kurz darauf zurückführen, was Karl Erdner vorhin angesprochen hat, angedeutet hat, dass heute Chris Braun, der Raum stellt, in seinem Schlussplädoyer geführt, und sie meinen, dass die zentrale Steuerungsinstanz sozusagen der Staat sein müsste, der solche Programme irgendwie erschaffen oder ermöglicht, aber jetzt im Resonanzraum von ihm zu fragen, müsste es nicht. Zum Müsliman dann sozusagen ihre Schlussbotschaft nicht ausweiten, um eine Praxeologie oder um eine Practice-Learning-Richtung der Förderung und der gezielten Forcierung von subversiven Projekten, Initiativen, Strategien, die bottom-up sozusagen und den Top-Down drüben sind und sozusagen all jene Technologien oder kleine Cluster tun, die auch der kompetente Bürger einführt, muss genau die gezielte Förderung solcher. Da würden Sie mich missverstehen. Also ich denke auf keinen Fall, dass der Staat die Forschungsentwicklung steuert. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war der. Wissenschaft ist ein eigenständiges Funktionssystem neben dem Wachstum. Genau. Sondern der Punkt war der, es kann nicht sein, dass die Verantwortung für die Verwendung von Steuergeldern an CEOs von bestimmten Unternehmen wandert, wie wir das zum Teil haben, durch die Zusammensetzung von Hochschulrecht. Das ist ja ein völlig absurdes Modell, was in den USA stimmt, wenn dort bestimmte Universitäten eben privat finanziert sind, dass dann die Anteilseigner da eine Rolle spielen, ist ja völlig in Ordnung, aber das sind dann nicht Anteilseigner, die über Steuergelder verfügen. Das ist eine absurde Konstruktion. Das ist also wirklich eines der vielen Absurditäten, die wir haben in der Bildungsentwicklung der letzten Jahre, dass so falsch verstandene Modelle transformiert werden in einem Kontext, wo sie keinen Sinn machen. Keinen Sinn machen. Also ich bin nicht der Meinung, da irgendwie missversteht. Ich sage nur,
Wenn man eine solche Verantwortung zum Beispiel in Gestalt von Hochschulräten etabliert, dann kann man diese Hochschulräte transformieren in einen solchen Resonanzraum. Und das geht durchaus in diese Richtung. Da kann man zum Beispiel auch NGOs vertreten oder Kirchen oder Stadtteilinitiativen oder was auch immer, damit man sieht, welche Interessen in der Bürgerschaft da sind von Forschung. Ich könnte mir auch einen weiteren Schritt vorstellen, habe ich auch schon mal in Debatten in Deutschland vorgemacht, dass man bewusst, der Staat agiert ja nicht unbedingt direktiv. Also der Staat stellt Mittel zur Verfügung, zum Beispiel manchmal leidvoll für Institutionen, die dann machen damit, was sie wollen. Also es gibt eine gute kulturpolitische Praxis dazu aus und entscheidet 24 Millionen pro Jahr für ein beliebtes Theater. Dann hat man noch die Möglichkeit, einen Intendanten vielleicht zu berufen. Das ist auch schon fast nicht mehr möglich. Aber wenn der oder die dann da ist, dann macht die, was sie will, die nächsten 6 Jahre. Ja? Und so ähnlich kann man sich das da auch vorstellen. Warum sollen nicht staatlicherseits Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit Bürgerinteressen für Forschungsprojekte eingesetzt werden? Auch das wäre dann möglich. Ja? Also dann würde man Bürgerschaft sozusagen mit Potenzialen versehen, wie sie dann wieder bestimmte Wissenschaftsentwicklungen fördern. Zum Abschluss noch ein Literaturhinweis, der sehr gut in diese Richtung geht, die wir vorgetragen wurden. Warum Nationen scheitern, ein Ökonom Acevoglu, politische Science, Robinson, einer von MIT und andere von Yale, beschreiben sehr gut den Aufstieg und den Fall von Nationen in Abhängigkeit von inklusiven demokratischen Strukturen, sowohl innerhalb der Gesellschaft, Entscheidungsfindung, als auch in der Industrie, in der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung, als auch die Rolle des Staates. Sie machen sehr viele, und das findet sich in sehr vielen Ausführungen hier wieder, und das von einem Ökonomen und einem politischen Seite. Drei Punkte, danke. Hervorragend. Das Thema war offensichtlich interessant und der Vortrag war, es haben nur wenige den Saal verlassen. Trotzdem danke ich euch und Ihnen allen, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Wenn Sie weiter informieren werden wollen, dann unterzeichnen Sie das Manifest, dann bekommen Sie die Einladung zu solchen Veranstaltungen. Das ist die einfachste Form, also das ist intentionales und Entscheidungsfreiheit. Das ist durchaus. Und es gibt sicher diesen Workshop am 2. und 3. April, gemeinsam mit dem WWF, auch über Realizing Digital Humanism, wo wir auch miteinander kooperieren, auch die Asylentroniker mitmachen werden, wo wir uns wirklich überlegen, wie schaut eine praktische Vernunft jetzt in diesem Kontext aus. Ich danke Ihnen allen, Sie hatten alle einen guten Rutsch ins neue Jahr, und uns allen ein schönes 2020.